Willkommen, liebe Clasher, bei mir, dem Thorsten Akatoto, beim Clan Two Warriors. Ja, ich glaube, ich habe hier schon sehr lange oder ziemlich lange überhaupt keinen Clankrieg mehr von uns gezeigt. Und deswegen fangen wir heute mal mit dem Popi an. Hier 14 auf 14, also der letzte Clankrieg war absolut auf Augenhöhe, was die Rathäuser angeht. Also wir hatten mal wieder ein RA8 dabei, der aber nicht angegriffen hat, denn der ACC-Account ist zurzeit in den Flitterwochen. Herzlichen Gruß in die Flitterwochen, das wussten wir aber. Und er galt lediglich als Auffüller hier, denn wir haben es nicht geschafft, hier einen 20er zu spielen, sondern mal wieder nur einen 15er. Mal sehen, wir planen ja zum 22., also zum nächsten Wochenende hin, einen etwas größeren Clankrieg mal zu spielen. Wir haben dazu aufgerufen. Zumindest hat jemand eine Mail geschrieben, dass wir dort mal einen 30er CK planen. Mal gucken, da fehlen uns sicherlich noch so ein paar Leute für. Aber wir haben letztendlich mal wieder gesagt, Mensch, wir müssen mal wieder so einen richtig dicken, fetten Clankrieg hier spielen. Und nicht immer diese kleinen 15er. Und deswegen haben wir einfach mal aufgerufen, Leute, macht mal eure Helden fertig und stellt euch auf grün. Und plant das vielleicht auch mal so ein. Ich meine, dann hat man vielleicht mal sein Held einen Tag später angestartet auf dem nächsten Level und hat aber trotzdem hier mal wieder einen schönen großen CK mitgespielt. Ich kann das verstehen, diese Heldenleverei. Ich mache das ja auch mit meinen RH9-Accounts und aber durch die Masse, sage ich mal, bin ich dann doch immer irgendwo mit ein, zwei Stück dabei, denn da kann ich das auch nicht so planen, dass immer alle meine RH9er immer alle auf einmal ihre Helden machen, denn den einen bespiele ich mal ein bisschen mehr, den anderen bespiele ich ein bisschen weniger und deswegen habe ich natürlich so ein bisschen eher den Fokus auf zumindest auch den Account hier, also auf Thorsten und auch auf Avatar. Avatar soll auf RH10 gehen, da fehlen mir jetzt aber auch noch 3 Heldenlevel zum oder am King, dann geht der in jedem Fall hoch und der hier, das habt ihr gestern in der Folge gesehen, ist auch in, denke ich mal, 50 Tagen irgendwie am Start, um Rathaus Level 11 dann zu eröffnen. Muss ich mal schauen, wie ich das Ganze angehe. Ich bin, muss ich sagen, schon gespannt. Also ich freue mich natürlich auch drauf, dass ich so weit hier gekommen bin in diesem Spiel und mich vor allen Dingen dazu gezwungen habe, das Ganze wirklich exzessiv durchzumaxen. Außer jetzt die Builderbase, da habe ich jetzt nicht alle Mauern fertig. Aber bei den anderen Sachen ist es dann doch schon ein Ringen immer mit den Juwelen. Ich habe ja viel Juwelen auch gesammelt und hier ist das wenigste dran erkauft. Also die ganzen Errungenschaften, die ganzen Sammeleien und so weiter, die bringen die hier auch die Juwelen, wenn man sie dazwischen nicht ausgibt. Hier sehen wir den Piano, ich will ja nicht vom Thema abweichen, mit einem, mit Valkyren, länger nicht gesehen Valkyren, also Queen Walk Valkyren, auch mal wieder eine Kombi, die man ja nicht jeden Tag sieht, weil man ja sagt, ja, Valkyren sind so ein bisschen zu so einer Zwei-Stern-Truppe mutiert und sie sind natürlich sehr anfällig, was Fallen angeht und lassen sich auch gerne mal von so einer Skeletthorde oder so ablenken, aber der Piano macht das hier ganz gut. Ist ja jetzt auch schon ein bisschen länger bei uns, hat sicherlich auch, hoffe ich mal, so ein bisschen gelernt hier. Denn das eine oder andere kann man natürlich immer ein bisschen mitnehmen, aber er geht hier, denke ich mal, gut vor. Möchte jetzt nicht, dass die Queen nach links ausweicht, deswegen da oben schön mit der Valkyre den Funnel so ein bisschen erweitert, sodass die Queen sich weiter nach rechts oder sogar, ja eigentlich optimal, schön rein orientiert. Die Heiler sind noch richtig schön in Wut und die Base ist ja jetzt auch nicht maxed out, aber ihr seht das selber, auch der Piano ist noch nicht maxed out mit seinen 3er Valkyren hier und auch seinen 3er Golems, also da geht auch noch was, dann passt das so ein bisschen zu dieser Base hier. Ja, ist ja immerhin eher ein 8,5, ist es also ohne X-Bogen und auch hier wird verteidigt, aber er behält hier wirklich die Ruhe, muss ich sagen, bei dem Queen Walk. Gefällt mir gut, sehe ich jetzt auch das erste Mal, also viele Angriffe, die ich ja dann hier teilweise mitschneide beziehungsweise die ich dann aufnehme, die sehe ich auch das erste Mal. Ja, also da ist irgend nichts vorgekünstelt, so nach dem Motto, ah, den hast du schon tausendmal gesehen. Nee, habe ich eben nicht. Ich sehe vieles dann auch erst
jetzt das erste Mal und muss sagen, boah, das sieht gut aus. Also das gefällt mir. Und schön reingekommen hier in die Mitte. Jetzt schnitzen die sich hier durch die 8er und 9er Mauern natürlich schön durch, die Walküren. Hat auch noch richtig viel am Start. Und noch im Backend jetzt die Bowler und auch noch ein Golem sehe ich da auch noch, glaube ich, rumlaufen. Die sind ja auch sehr behende, die Golems. Und müssen dann auch erstmal das Feuer wieder auf sich nehmen. Aber hier werden jetzt schon Walküren geheilt. Ist auch nicht schlecht, wenn sich die Heiler manchmal ja auf Truppen aufteilen. Wo du ja meinst, das ist jetzt uncool, aber eigentlich an dieser Stelle hat es natürlich super gepasst, dass die schön in Heilung sind, denn jetzt machen die erstmal weiter ihren Weg so ein bisschen außen. Ja, und jetzt wird der hier der Golem geheilt. Und oben ist sowieso schon alles kaputt, also es ist jetzt nur noch der Bogenschützenturm. Und dann ist diese Base hier auch Geschichte. Also schönes Ding hier. Und schöner Angriff hier von Piano auf den Nestor vom Clan The Dark Dolly. Ja, wir haben, denke ich mal, in diesem Clankrieg, ja, ich will nicht sagen, mal wieder alles richtig gemacht. Aber wir haben gut taktisch agiert, unsere Leute oben, also unsere Elver vor allen Dingen, denn wir hatten oben drei Elver. Danach kamen ein paar Zehner mit mir angeführt und unsere Elver haben diesmal oben nichts anbrennen lassen, haben wirklich super zwei Sterne hingelegt. Das war eigentlich, ja, ich will nicht sagen, das war ein Muss, aber sie haben es im ersten Wurf schon geschafft und das ist natürlich super, wenn du im ersten Angriff schon mal im oberen Bereich keinen Fehl hast, dann können die Elver natürlich sich in den nächsten Angriffen so ein bisschen nach unten orientieren und das ist uns an der Stelle auch gelungen, das Ganze zu kompensieren. Bei uns auf der Seite sind sogar zwei Neuner aufgeblieben und auch auf deren Seite ist am Ende ein Neuner aufgeblieben. Das war aber nicht so schlimm, denn der Gegner hat im RH9-Bereich so ein bisschen weniger Prozente bei uns gemacht und ein bisschen weniger rausgeholt. Also ich hab ja zu Anfang gesagt, der Clankrieg hier war ganz stark auf Augenhöhe, was die Rathäuser anging und auch was so Helden und Truppen angeht. Also das war schon schön auf Augenhöhe. Ich meine, Level 13 zu Level 10 ist jetzt auch nicht weit, ist auch nicht weit weg. Ja, also die Errungenschaften sind auch beim Gegner da und der ist ja auch nicht irgendwie Level 10 geworden, sondern hat sich das Ganze natürlich auch irgendwo erspielt. Ich weiß, es gibt viele Clans, die haben sich den Clan-Level im Rollenspiel-Jargon nenne ich es immer, haben sich das erstorben. Ja, also irgendwo mit vielen Niederlagen kriegst du ja auch Punkte. Ja, das machen wir ja auch oftmals, dass wir sagen, wenn wir nicht mehr sehen, dass wir gewinnen, wir wollen wenigstens alle EPs aus den Bases haben und das gelingt uns auch meistens. Denn die nimmst du mit in den nächsten Clan-Level und der Jan macht das hier aber sehr, sehr schön. Schöner Hexenangriff, Hexenbowler. Da war ich jetzt auch schon mal wieder mit aktiv und habe hier auch, ihr habt das ja meinen ersten Angriff, meinen ersten Fail-Angriff habt ihr ja gesehen. Ich habe mir danach den höchsten Neuner geschnappt, weil ich auch am Folgetag nicht sehr viel Zeit hatte, habe ich mir den abends gleich vorgenommen, auch mit Hexen gemacht. Auch die Kombi mal genutzt, natürlich RH10 auf RH11 und jetzt muss ich hier mal weiter reinschauen. Ja, das ist der Neuner, der überblieb. Das ist der Zehner, das ist der Neuner, den ich noch gemacht habe. Das ist jetzt nicht so dolle und deswegen schauen wir uns einfach den Kai hier an. Auch eine schwere Base, der blieb auch erstmal offen. Kai ist natürlich auch ein Rathaus 10 und kommt hier mal richtig breit mit seinem Funnel. Also drei Golems hier reißen hier richtig eine große Schneise, also die ziehen hier das Feuer natürlich richtig massiv auf sich und jetzt ist hier schon die komplette Seite geklärt. Das heißt also, die Walküren, die er jetzt schickt, ja, die können jetzt gar nicht mehr anders großartig, als dass sie jetzt in die Mitte gehen und er freest hier die Clanburg. Hat ja bei uns der Hocke eine lange Zeit gemacht, wo er wirklich nur die Clanburg immer gefreest hat und dann natürlich gegiftet. Hat jetzt aber, oh, jetzt hat er aber wirklich ein breites Loch hier gemacht. Ah, das hat er mit Erdbeben gemacht. Okay, das kann man natürlich auch machen. Dann mit Erdbeben in der Mitte schön auf. Und dann geht es hier für die Walküren mit King, Golem, Magier. Hier ist noch alles am Start. Okay, die Queen wird jetzt gleich, denke ich mal, sterben. Ah, nee, sie geht nochmal rum. Okay, aber hier oben die Walküren, ihr seht das selber. Fünfer Walküren sind dann schon in so einer Neuner-Base ziemlich übermächtig. Ich hätte manchmal fast gesagt,
Da ist es sogar egal, wenn die manchmal einen Trip außenrum machen. Die schaffen das irgendwie. Ja. Denn die sind so schnell und machen so viel Schaden dann an der Stelle gegenüber einer 9er Base, dass manchmal, ja, habe ich schon oft gesehen, dann hat jemand seine Valkyren, also ein RH10, so schlecht gesetzt, dass die erstmal alle außenrum sind. Die haben alles außenrum geklärt und sind dann erst rein in die Base, hat aber trotzdem noch gereicht. Und ihr seht das auch hier oben, sind noch richtig viele Valkyren jetzt am Start. In der Mitte hat natürlich auch gut der Golem das Feuer auf sich gezogen, hier hinten noch den Laki schön auf die Kanone gesetzt und kann den King jetzt sogar noch zünden. Also der Dicke ist hier richtig gut durchgegangen. Und jetzt fliegen auch noch ein paar Valkyren weg, aber es macht am Ende nichts. Schöner Angriff, denke ich mal. Trotzdem hier ist auch nicht an der Tagesordnung, dass hier ein 10er 9er 3 hat. So, jetzt sind wir schon im oberen Drittel hier. Und hier haben wir wirklich schöne Angriffe. Ich muss mal eben schauen, denn ich hatte es ja eben gesagt. Ich habe mir die Kriege hier nicht von Anfang an angeschaut. Oh, das ist auch ein Rathaus 10 auf ein Rathaus 9. No, ist aber nicht so schlimm, finde ich jetzt zumindest. Und hier wird mit Queen Walk und Bowler King gefunnelt. Und zwar für Miner. Miner sind natürlich auch gegen Rathaus 10 nicht schlecht. Der Flash Loop hat hier jetzt auch noch nicht so die hohen Helden am Start. Und aber die Dreier Miner, das haben wir schon in anderen Kriegen gesehen. Wenn du die als 10er hast, du kannst sie gegen 9er ansetzen. Ihr seht das hier 6 auf 7. Also das war gar nicht mal so weit weg. Dann ist das natürlich top hier. Das ist auch eine Maxed Out RH9 Base mit relativ starken Helden. Und auch den habe ich nicht gesehen. Ich bin jetzt mal gespannt, wo er gleich die Miner setzt. Da müssen wir wieder ein bisschen näher ran. Sonst sehen wir die wieder nicht. Sonst sind die ja wieder weg. Und wir verpassen die Buddler wieder. Er lässt ja wirklich viel Zeit hier. Ah, er wollte die Clanburg noch locken. Okay. Okay, die Clanburg ist natürlich hier dann an der Stelle sehr, sehr wichtig. Vor allen Dingen, wenn hier Lakaien rauskommen. Die machen natürlich richtig böse Aua an den Minern. Und jetzt schickt er hier aber in einer Reihe die Miner mit in diese Base rein. Und jetzt fressen die sich hier durch. Ich gehe mal ein bisschen näher rein, sonst sehen wir die Jungs nicht. Weil sie ja doch die meiste Zeit ihrer Space-Daseins im Angriff unter Tage sind und nicht sichtbar sind. Jetzt ist dann natürlich in der Mitte der King und die Queen, aber die Miner gehen jetzt natürlich erstmal auf die Helden. Und da noch eine Bombe, okay. Aber die packen das jetzt unter Wut natürlich richtig gut. Keine Frage. Und hier scheppert es richtig in der Base. Also hier geht jetzt natürlich richtig was ab. Hier hinten mit den ganzen Teslas, den Kanonen. Aber es ist kein Flächenschaden mehr da. Das ist eigentlich das Wichtige bei den Minern. Du hast jetzt hier an der Stelle überhaupt keinen Flächenschaden. Die machen zwar alle Schaden, aber die machen halt keinen Flächenschaden mehr. Und können sich immer nur punktuell einen Miner vornehmen. Und der Rest buddelt sich hier gnadenlos weiter durch die Base durch. Hier hinten sind sogar noch ein paar Miner in Heilung. Und ja, dann ist so eine Base natürlich schnell Geschichte. Schön gemacht vom Flash-Loop hier. Mit Minern sehen wir ja auch, ja, ich würde mal sagen, in diesen Bereichen hier eher selten. Beim True Warriors 2 Clan sehen wir die dann schon öfter, wo dann so Engineering-Bases mit wirklich kleinen Helden, aber schon Miner 3 unsere starken 9er machen. Und gehen hier oben jetzt auch mal ein bisschen weiter. Auf die Nummer 5, 2 auf 5 hier. Der Joker war sich in diesem CK mal wieder richtig sicher. Also hier sehen wir das schon. Das ist jetzt schon der zweite Angriff von Joker gewesen. RH11 auf RH10. Und auch er war sich hier sicher. Diese Base haben wir im letzten Clankrieg auch schon gehabt und konnten hier Angriffe ohne Ende gucken. Also auch das ist immer mal wieder wichtig, Leute, dass ihr mal schaut, was haben wir denn eigentlich für Bases im letzten Clankrieg gemacht oder gehabt und wie haben wir die gemacht. Ja, so ein bisschen kann man sich dann daran orientieren. Und relativ ähnlich haben wir diese Base hier auch im letzten CK, meine ich, gedreiert. Denn hier kommst du mit deinem Funnel und mit deiner, ich nenne sie mal Hauptarmee, richtig schön durch die Mitte durch. Also das macht der Joker hier auch. Und hat jetzt zwar noch am Ende hier die Inferno-Insel vor sich. Also mit Inferno-Insel meine ich, dass hier um diesen Inferno hier die Mauern mindestens mit, ich meine, es sind 6 oder 7 Feldern gebaut wurde, sodass du mit einer Truppe nicht direkt drankommst, also weder mit dem Magier noch ich weiß nicht, die Queen, ob die dann in Range kommt. Aber er hat jetzt auch hier seine
sogar seine Queen vergessen gegen den Single Inferno. Das passiert natürlich schnell, denn wenn der erstmal richtig den breiten Strahl hat, also richtig geladen ist, dann sind das Millisekunden und dann ist seine Truppe hin. So muss man es ja sagen, aber man hat natürlich hier mit Hexen gegen so ein Inferno, ist man dann natürlich stark im Vorteil, denn der muss sich ja immer wieder neu aufladen. Ihr seht, man sieht das hier jetzt mal richtig gut, der kommt gar nicht richtig zur Geltung. Und so hast du hier natürlich mit Hexen leichtes Spiel gegen einen Single Inferno. Da ist es auch egal, ob der Max-Level ist oder ob der so wie hier auf Level 3 ist. Die Hexen werden den in jedem Fall immer wieder ablenken, also die Skelette. Und der muss immer neu auftanken. Aber ich glaube, jetzt ist gleich schon der Warden dran. Und am Ende reißen es hier die Skellies. Also die Skelette der Hexen reißen hier die Base, kann man nicht anders sagen. Fressen sich jetzt noch schön durch die Mauer durch. Und machen jetzt dem Inferno hier auch den Chaos. Super gemacht hier vom Joker auf die Nummer 5. So sage ich ja sehr oft. So ist immer so eine doofe Floskel. Auch der Angriff hier. 3 auf 4. Hier sehen wir fast so eine ähnliche Base. Von Marco. Marco auch sehr stabil in diesem Clankrieg. Und hat hier auch ein 10er im zweiten Angriff gemacht. Das war eigentlich das, was ich zu Anfang gesagt habe. Unsere Elfer haben hier die ersten Angriffe schön mit 2 Sternen oben gemacht, sodass sie sich wirklich im zweiten Angriff auf 10er stürzen konnten. Und das ist ja auch nicht immer ein 3 Stern. Ja, so muss man es ja sagen. Und man sieht das hier auch, kann auch mal ein bisschen anders laufen. Da ging jetzt nicht ganz so viel in die Mitte. Leider die Walküren, die werden jetzt von den Lufttruppen aufgefressen. Ein paar springen jetzt zwar noch durch, aber ihr seht das hier am Rand. Hier geht natürlich jetzt erstmal alles außen rum. Und dann dauert es auch, bis die dann irgendwann doch den Weg in die Base finden. Wenn man Glück hat, dann ziehen die Clanburg-Truppen deine Truppen dann aus vom Rand wieder in die Mitte rein. Aber das war jetzt erstmal nicht der Fall. Jetzt hat er erst einen Warden gezündet, also eigentlich lief es eher suboptimal für ihn. Denn wenn du in so einer Situation bist und siehst, wie viel Def du noch vor dir hast, hier, ihr seht das ja, ich gehe mal hier oben gerade ein bisschen rein, wie viel Def er noch vor sich hat. Er hat natürlich noch komplett alles in Heilung und die Heiler sind ja absolut außer Gefahr. Im Moment keine einzige Luftbombe, die nehmen sich eine Truppe nach der nächsten vor und auch hier wieder der Single Inferno. Für die Masse der Truppe erstmal nicht so tragisch, denn die gehen immer wieder aus der Range raus und sind gleich natürlich wieder komplett aus der Range von dem Single Inferno. Aber trotzdem hat man natürlich erstmal immer so ein bisschen das Gefühl, oh, jetzt kriegt die Queen allerdings schon Feuer jetzt. Aber der auch. Ja, den hat er richtig, ja, richtig cool gezündet, die Queen. Die wird trotzdem, denke ich mal, gleich das Zeitliche segnen, denn die will jetzt erstmal durch eine Mauer. Ich sage ja, die kriegt das Ziel hier nicht. Aber sie kriegt den Inferno-Turm. Super. Also ich hätte dann schon bei so einem Angriff auch wieder die Hände über den Kopf zusammengeschlagen und gesagt, ach, hey, nee, da latschen jetzt alle außen rum und machen hier erstmal ihren Tanz um die Base herum. Aber jetzt sieht man das hier, die Heiler haben sich schön geteilt. Und die Queen wird schön geheilt, die Bowler sind noch schön in Heilung, also dann brennt ja auch nichts an. Ja, und die Queen ist mit 45 ja auch nicht gerade die schlechteste. Jetzt ist das nur der Magierturm hier. Und der ist natürlich auch ganz schnell Geschichte. Hinten der X-Bogen auch, die Bowler in Heilung. Ist auch überhaupt kein Thema. Was hat die Queen jetzt eigentlich da geritten? Habt ihr gerade noch gesehen zum Ende? Da stellt die sich genau vor dem Magierturm und schießt auf was ganz anderes als auf dem Magierturm. Ist auch merkwürdig. Naja, die Queen, die hat ja auch ihren eigenen Schädel und ihren eigenen Kopf. Ja, und ihr seht das hier oben. Richtig schön immer gezweisternt von unseren Hohen, also von Hocke, Joker und nochmal Hocke auf 95%. Jo, das war der zweite Angriff von Hocke. Das kommt noch dazu. Hocke hatte also die 3 und die 1 diesmal gemacht. War sich also auch sehr, sehr sicher hier mit seiner Kombi. Und den habe ich noch gar nicht gesehen. Oh, den habe ich noch nicht gesehen. Den muss ich jetzt mal live mitkommentieren. Ja, warum habe ich eigentlich in letzter Zeit relativ wenig aus dem CW1 hier oder TW1 gezeigt? Das liegt manchmal auch daran, dass ich natürlich in den Streams sehr, sehr viel hier aus unseren Clankriegen zeige. Und ich denke mal, ach, es ist dann auch langweilig, wenn ich dann so eine Art Best-of mache. Ja, so nach dem Motto, wir haben eigentlich schon ganz, ganz viele
Angriffe hier im Stream gesehen, aber ich zeige euch die nochmal im Video. Und die dann im Stream dabei waren, die gucken sich das Video nicht an, weil sie natürlich sagen, ach, habe ich ja alle schon bei Thorsten im Stream gesehen. Deswegen haben wir hier in letzter Zeit nicht so viele Videos aus dem TW1 gesehen, sondern so ein bisschen vermehrt aus dem TW2. Da gab es ja auch ein paar spannende Sachen, Clan Level 5 und so weiter. Und letztendlich hatte ich für heute eigentlich eine ganz andere Folge geplant, nämlich eine Bilderbase-Folge. Aber das hat mich mal wieder so abgenervt, dass ich dann doch gesagt habe, nee, ich mache mal heute für den Samstag lieber die Folge mit dem schönen Clankrieg hier fertig. Wir sind hier im Moment auch ein bisschen verhalten, ein bisschen stiller. Ja, liegt sicherlich auch daran, dass jetzt wieder Wochenende ist und wir auch starke Spieler verloren haben, muss man sagen. Also es haben uns Leute verlassen, wo wir eigentlich immer gedacht haben, das sind für immer und ewig Warriors, sind es natürlich nicht. Aber wo wir nie gedacht haben, der geht jetzt mal weg oder, und dann kommt er auch gar nie wieder. Ja, ich meine, ich will jetzt nicht sagen, dass der Mastengo, der Guki und der Max jetzt nicht wiederkommen, aber sie sind erstmal raus und ja, das sind wirklich gute Elfer hier oben in den Bereichen gewesen und ihr seht das selber, Hocke war jetzt, ist jetzt glaube ich schon im zweiten Clankrieg ganz oben gelistet und also dies, es wird ein bisschen dünner, aber nach wie vor suchen wir natürlich vor allen Dingen händeringend 9er und auch 10er oder auch 11er, aber ich denke mal, bei uns gehen jetzt in den nächsten Wochen, Monaten eher dann die 9 auf Level 10 oder auf Rathaus 10 und der ein oder andere, ja, ich glaube 10er auf 11er wird es weniger geben. Ich denke mal, ich bin jetzt erstmal an der Reihe. Ich wüsste jetzt nicht, wer da neben mir noch hochgeht, da muss ich mal gucken. Aber es gibt einige hier mit 40er Helden, die auch Maxed Out Bases haben, aber oftmals auch gar nicht auf 11 gehen wollen. Ja, die sind auf ihrem Rathaus 10 so glücklich, weil sie relativ viel reißen, muss man auch so sagen, dass sie hier, dass sie hier nicht hochgeht. Woran ist das eigentlich gescheitert? Das kann ja nur ein Zeitproblem gewesen sein beim Hocke. Denn so viel wie hier noch lebt, ist ja der Hammer. Also Ringbase nach wie vor relativ leicht knackbar und, oh, okay, das hat ihn sicherlich geärgert. Das wäre sicherlich ein super Dreisterner gewesen, aber ist sicherlich ein schöner Abschluss. Schluss für diese Folge. Am Ende grüße ich nochmal den Manuel Koch, warum auch immer er das hier gewollt hat. Ich bin dem nachgekommen. Ich grüße natürlich auch alle Clasher. Ich würde sagen, bis dahin, euer Toto. Clasht.